hat unseren Pilz. Wie bitte? Wenn sie das Ding durch den Scanner zieht, dann fliegen wir hier vor versammelter Mannschaft auf. Das System ist 100% sicher. Manchmal braucht auch die beste Technik eine kleine Hilfestellung. Na also. Das war keine sehr rühmliche Veranstaltung. Es schockiert mich außerdem, wie leicht man sich hier Zugang verschaffen kann. Weitere Komplikationen werde ich nicht tatenlos mit ansehen. Haben wir es verstanden? Was ist das? Kennungsmarke. Die andere Hälfte hat der Mörder meines Vaters. Mein Vater war bei der Miliz. Alles, was unserem Nachbarn auch nach Hause bringen konnte, war diese Marke. Mörder. Erkennungsmarke. Da sind alle wichtigen Informationen drauf. Davon gibt es zwei Teile. Diese hier gehörte zur kroatischen Bürgermiliz. Mein Vater muss sie seinem Mörder vom Hals gerissen haben. Dankeschön. Ey, das hätte ich ja noch alleine hingekriegt. Alles klar? Hey, Martha. Hast du dich verwirrt? Wenn du nicht Sascha bist. Hey, ich würde eigentlich mit Juri quatschen und ihm erzählen, wie es gelaufen ist. Aber er hat anscheinend irgendwie sein Handy vergessen. Na, sag an, gib's durch. Also, das Geschäft meiner ehemaligen Kommilitonin ist einfach perfekt. Und die Wohnung ist richtig schön. Also, ich könnte mir wirklich vorstellen, hier zu arbeiten. Okay. Sag mal, ist Juri denn bei dir? Ja, ja, klar. Ich gebe ihn dir gleich. Warte mal kurz. Danke. Juri, hallo? Er ist weg? Wie weg? Keine Ahnung, der war gerade noch da. Und er geht einfach, ohne Tschüss zu sagen? Na, was weiß ich, wir haben über den Krieg geredet und ich habe ihm erzählt, wie mein Vater gestorben ist. Und ist er plötzlich komisch geworden. Wie komisch? Na, du kennst ihn. Der macht immer wieder mal solche Abgänge. Ja, ich weiß, aber du hast gesagt, er wäre komisch gewesen. Ja, das wollte ich ihn gerade fragen, als du angerufen hast. Du, ich rufe dich einfach nachher nochmal an, ja? Okay. Hallo Juri, hier ist Martha. Hey, ich würde einfach mal hören, wie es bei dir ist. Ist alles gut? Ruf mich doch bitte zurück, wenn du das hier hörst, ja? Es ist dringend. Tschüss. Was gibt's denn so Dringendes? Pass auf, ich hab die Lösung deines Problems. Ich hab einen Job für dich. Hey, Andi. Hey, ja, echt? Super. Ja, du kannst gleich anfangen. Prima, ich hätte sogar Zeit. Gut, es geht um die Rohrleitungen bei LCL, da gibt's ein Leck. Ist schon so gut wie repariert. Ja, das Problem ist nur, dass ganz viele Rohre kaputt sind. Die müssen alle repariert werden. Das klingt ja nach einem Großauftrag. Ja, allerdings deshalb, pack dein Werkzeug und wir sehen uns bei LCL. Ach, übrigens, den Job hast du Emilio zu verdanken. Also mach ihn gut, sonst bring ich ihn um. Jede Menge Rohre. Verdammte Hacke. Super geil, oder? Super GAU, Alter. Kannst du mir mal erklären, wie ich das alleine schaffen soll? Was willst du denn jetzt? Du wolltest einen fetten Job, um Bella wieder einstellen zu können. Und da ist er. Ich weiß, was du denkst. Glaub mir, du hast keine Ahnung, was ich denke. Wie bitteschön kommst du auf den Gedanken, vor versammelter Presse einen Haufen wild gewordener Tierschützer reinzulassen? Ich habe das getan, damit er nicht auffliegen. Also beruhige dich. Wie hätten wir denn auffliegen sollen? Sämtliche Pelze, die überprüft werden sollten, waren aus der legalen Zucht. Bis auf einen.
Und weil Tristan das wusste, musste er handeln. Hm? Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wie bitteschön kommt ein illegaler Pelz plötzlich zu den legalen? Ich konnte nicht verhindern, dass Alexa genau diesen Pelz haben wollte. Ziemlich ungewöhnlich, nicht? Ja, die Frau ist eben ungewöhnlich. Wir waren Pelzlager, haben die Pelze kontrolliert, alles war in Ordnung und dann wurde es ein bisschen romantisch. Romantisch? Was eben passiert, wenn Mann und Frau alleine im Pelzlager sind. Und danach wollte sie diesen einen Pelz haben. Ihr Glückspelz. Nur ganz kurze Frage. Du bist dir schon sicher, dass du auf unserer Seite bist, oder? Was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich ihr den Pelz wegnehmen sollen und sagen, hör zu, wir wollen dir illegale Pelze unterjubeln, damit du in den Knast kommst? Ach komm, Ansgar, es ist ja noch mal gut gegangen. Was ist denn hier gut gegangen? Vincent Berg ist jetzt misstrauisch. Wie verdammt noch mal wollen wir die Kollektion austauschen, wenn er sie jetzt von Security-Leuten überwachen lässt? Du hast alles im Griff. Die Anti-Pelz-Fraktion steht vor der Tür. Die Medien zerreißen uns und die Lahnsteins haben deren Aufpasser vor die Nase gesetzt. Tristan ist kein Aufpasser. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich kontrolliere ihn. Bist du dir da sicher? Papa, er ist scharf auf mich. Er tut, was ich will, sonst hätte er unseren Plan noch längst verraten. Er weiß von unserem Plan. Solange Alexa glaubt, dass ich auf ihrer Seite bin, ist alles in Ordnung. Und was ist, wenn sie die Lust an dir verliert? Das wird nicht passieren. Ich kümmere mich schon um Alexa und um ihren misstrauischen Vater, okay? Gut. Du bleibst weiter an ihr dran. Und tu mir vor allem einen Gefallen. Versprich uns nichts mehr. Und da glaube ich noch dran. Ich rekapituliere. Du hast Tristan alles verraten. Dass wir nicht nur die 90 Millionen fordern, die sie uns schulden, sondern auch LCL übernehmen wollen. Und wie wir gedenken, das zu tun. Ist das richtig? Aber ich kann ja... Genug! Du hast auf der ganzen Linie versagt. Du fliegst morgen nach Singapur. Die Entscheidung ist gefallen. Ach komm schon, Siggi, jetzt lass mich doch nicht hängen. Wir haben den Job in 1-2 Wochen erledigt. Und ich zahle dich auch nach Tarif. Ach, du bist auch auf der Messe? Ja, gut, da kann man nichts machen. Okay, ciao. Einfach unfassbar. Hat er keine Zeit. Da biete ich ihm an, bei einem Großauftrag für mich zu arbeiten und Siggi Gröwe hat keine Zeit. So, und wer ist Siggi Gröwe? Ach, es ist nur einer, der bei mir ganz unten auf der Liste steht. Ein Maurer, der mit Ach und Krach seine Lehre gemacht hat und schon morgens 10 Bier intus hat. Okay, versuchst du gerade Leute für den LCL-Auftrag ranzukriegen, ja? Ja, klar. Bisher habe ich ja auch nur eine vage Zusage von einem unzuverlässigen Klempner. Sag mal, spinnst du, vergiss diese Flasche und ruf Bella an. Weißt du, ich habe dir so eine Steilvorlage geliefert und Marlene gebeten, dir diesen Auftrag zu geben. Damit du im Endeffekt Bella einen Job anbieten kannst. Und was machst du? Du rufst sie jetzt an, sonst mache ich das. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das kommt nicht in Frage. Dass Andi den Job sausen lässt, weil er keine fähigen Mitarbeiter finden kann. Ich habe einen Mitarbeiter. Also vielleicht. Also mit ziemlicher Sicherheit einen zuverlässigen Klempner. Wen? Ja, wen? Freddy Schwarz. Oh Gott, also kein. Pass auf, ich helfe. Super Idee. Du hast doch abgelehnt. Ja, aber ich würde eine Ausnahme machen. Für dich. Über den Potsdamer Platz hat keinen Zweck, nur Stau da. Eine Baustelle jagt die nächste, oder? Da können Sie mir glauben, 45 Minuten Minimum. Ich kenne einen Schleichweg, da sparen Sie Zeit und Geld, wa? Seien Sie froh, dass ich Sie fahre. Ich habe Kollegen, denen ist egal, ob der Kunde es eilig haben, wa? Dabei ist der Kunde König, sag ich immer, wa? Hm. Thank you.
keiner ahnen, dass ausgerechnet jetzt der Müllabfuhr da steht, wa? Junge Frau, ist hier nicht gut. Was? Jetzt statt sie mir auf der Polster kotzen. Ist ein Kollegen neulich passiert. Kriegst du nicht raus hier, Niro. Kannst die Kiste gleich auf den Schrott fahren, wa? Fahren Sie bitte zum Flughafen. Schnell. Schnell haben wir hier nicht. Ich hab es eilig. Bitte. Hey, alles in Ordnung? Alexa. Ruhig atmen, okay? Ganz ruhig atmen. Einatmen, tief einatmen. Und langsam wieder aus. Okay, alles gut. Danke. Macht Papi wieder Stress? Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Redet man so mit seinem Seelenverwandten, mit dem man zusammen die Weltherrschaft erobern will? Dann kannst du ja froh sein, dass ich morgen schon mal am anderen Ende der Welt anfange. Singapur. Immobilienankauf. Mein neuer Job. Befehl von ganz oben. Warte mal, dein Vater? Das ist ja wohl ein Witz. Sieht mein Vater so aus, als würde er Witze machen? Du bist die Geschäftsführerin von LCL. Er kann dich nicht absetzen. Er kann alles, wenn er will. Er kann sich nicht über bestehende Verträge hinwegsetzen. Da hat die Geschäftsleitung auch noch ein Wörtchen mitzureden. Was glaubst du, was eure Meinung meinen Vater interessiert? Warum schickt er dich weg? Er traut mir nicht mehr zu, den Laden zu führen. Ich sag doch, Seelenverwandte. Mein Vater hat mir auch nicht viel zugetraut. Danke, das hilft mir jetzt. Alexa, ich brauche dich jetzt hier. Du, ich sag ja auch, dass es total nett von dir ist, aber wir sollten ja auch nichts überstürzen, weil ich muss halt abwägen, wer da am besten ins Team passt. Hey, Olli. Du hast doch überhaupt gar kein Team. Ja, und du solltest das überstürzen, denn der Auftrag ist wichtig. Ja, also lass uns doch einfach loslegen. Was ist überhaupt dein Problem? Ich habe mir das halt nochmal genau überlegt und ich finde einfach, es läuft gerade so gut zwischen uns. Einfach freundschaftlich, harmonisch. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann ist das keine gute Idee. Das führt doch nur zu irgendwelchen Verwicklungen. Andi, das ist doch jetzt vollkommen egal. Du hast einen Haufen Schulden, ja? Der Gerichtsvollzieher grüßt dich schon im Supermarkt. Du kannst den Auftrag jetzt nicht ablehnen. Ja gut, auf Stress mit dir habe ich auch keinen Bock. Du bist ja schlimmer als jeder Gerichtsvollzieher. Außerdem bist du doch fest eingestellt bei Brandenburg. Ach komm, das ist doch egal. Ich nehme mir halt mal einen Tag frei. Pass mal auf, ich finde die Lösung ganz gut. Ihr könnt es ja mal einen Tag probieren und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Meine Güte, aber denk mal an das Geld. Und deine Schulden bei Tristan. Ja, danke, dass du mich auch noch daran erinnerst. Jetzt macht die Arbeit gleich doppelt Spaß. Oh, wir haben noch nicht mal angefangen. Marlene. Die möchte bestimmt wissen, wann es losgeht. Hey Marlene, na, was gibt's denn? Was denn, heute schon? Ja, ich meine, nein. Ich hab gedacht, das hätte noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Du hattest irgendwas von dringend angedeutet. Ja, klar kann ich heute anfangen, natürlich. Ich bringe dann auch am besten noch einen von meinen Mitarbeitern mit, wenn das so eilig ist. Gut, bis gleich. Hättest sagen sollen, einen von deinen zahlreichen Mitarbeitern, ne? Das gefällt mir alles nicht. Fällt dir vielleicht dann noch was anderes dazu ein? Wir brauchen Alexa hier. Ja, natürlich brauchen wir Alexa hier. Ist die Schwachstelle des Bergimperiums. Und außerdem, wenn es darum geht, die Pelze auszutauschen, dann denke ich lieber Sie, aber anstatt Ihren alten Herrn. Wenn Berg hier ihre Stelle einnimmt, dann können wir LCL vergessen. Hast du vielleicht irgendeine Idee, wie wir den Alten umstimmen können? Einer von uns wird mit ihm reden müssen. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich derjenige bin? Weil du den Fuß bei ihm in der Tür hast?
Tristan familiäre Gefühle. Immerhin bist du mit seiner Tochter zusammen, die über alles lebt. Wir springen ab und zu in die Kiste, okay? Wir sind nicht zusammen. Das weiß er aber nicht. Also tu mir einen Gefallen und lass ein bisschen deinen öligen Schwiegersohn und Charme spielen, ja? Ja, ja. Was heißt der überhaupt ölig? Herr Berg. Was für ein Zufall. Ich wollte gerade dringend mit Ihnen sprechen. Hätten Sie kurz Zeit? Nein. Was soll das? Wie gesagt, es ist wirklich dringend. Hey, wir arbeiten nur dieses eine Mal zusammen. Da ist nichts dabei. Natürlich nicht. Komm schon. Andi findet Rohre und ich helfe ihm dabei. Oh Gott, du weißt, was ich meine. Ich kann ihn da auch nicht einfach hängen lassen. Also im Stich lassen und hör auf zu lachen. Aber schmunzeln darf ich schon. Nein. Ich freue mich doch nur, dass eure blöde Freundschaftsauszeit endlich vorbei ist. Mir ist schon klar, dass Arbeiten nichts mit Freundschaft oder Liebe zu tun hat. Ja, und du hast schon mal gehört, dass es Liebe am Arbeitsplatz gibt. Wir hatten unsere Chance, wir haben sie beide nicht genutzt. End of story. Na toll, und wie alt bist du jetzt? 85? Und erzähl mir nicht, dass du nichts mehr von Andi willst. Na also, fass ich jetzt mal zusammen. Du willst was von Andi. Ein kleines bisschen. Er steht auf dich. Ihr seid beide Singles. Zugegebenermaßen blöde Singles, aber Singles. Moment mal. Andi ist kein Single, er hat diese Nina. Ach, diese Nina, das ist doch nichts Richtiges. Die ist für zwischendurch. Zwischendurch? Ja, das ist nichts Ernstes. Mit der hat er Spaß. Nicht so richtig Spaß, also wartet hier auf dich, du bist der Hauptgewinn. Ach, Manuela, du machst mir heute wirklich nicht leicht. Wir arbeiten dieses eine Mal, das war's. Ja, klar. Wir arbeiten doch nur zusammen, warum machst du dann solche Andeutungen? Wieso, ich hab doch nur laut gedacht und ich hab gar nichts gesagt. Na, dann denk mal leiser. Du glaubst gar nicht, wie mich das nervt. Ich will nichts von ihr und sie will nichts von mir. Ach ja, und was ist mit dem Brief, den Bella dir geschrieben hat? Ach, den hat Jessica sich doch aus diesen ganzen Horoskopen zusammengereimt. Sicher? Ja, wo ist denn dieser Brief? Ist er vielleicht auf dem Postweg verloren gegangen? Ich hab ihn jedenfalls nicht. Gott, wieso bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Wir arbeiten halt zusammen und das nicht das erste Mal. Danach arbeitet Bella wieder bei Brandlerbauer. Fertig aus. Naja, also, wenn du mich fragst. Wolltest du jetzt schon wieder laut denken? Mein Gott, warum bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Ja gut, ich wollte auch nichts sagen. Dann ist ja gut. Ja. Ihre Tochter leistet hervorragende Arbeit bei LCL. Sie ist sehr engagiert, sie ist kreativ. Und Sie mögen sie mehr, als mir lieb ist. Damit sind Sie als Ihr Fürsprecher reichlich ungeeignet. Ich sag einfach nur die Wahrheit. Würden Sie bitte den Fahrstuhl wieder in Bewegung setzen? Nein. Nein? Nein. Sie enttäuschen mich. Ich habe Sie für einen klugen Strategen gehalten, das hier ist ziemlich kopflos. Vielleicht ist mir die Sache einfach sehr ernst. Was wollen Sie? Mein Vater hat mich immer unterschätzt, genauso wie meine Familie. Sie sollten nicht den gleichen Fehler mit Ihrer Tochter machen. Ich unterschätze Sie nicht. Sie sind mein Problem. Meine Tochter hat Ihnen unsere Pläne verraten, was mich zum Handeln zwingt. Sie vertraut mir blind. Und das sollte sie auch tun, denn ich bin auf ihrer Seite. Warum sollten Sie sich gegen Ihre Familie stellen? Meine Familie war immer ein gutes Geschäft für mich. Und wie das mit guten Geschäften so ist, wenn sich etwas Lukrativeres ergibt, dann sollte man umdisponieren, wenn man keine Verluste machen will. Wir beide sind uns ähnlicher, als ich dachte, aber das reicht mir nicht. Ich muss mir sicher sein. Was wollen Sie? Nur eine kleine Geste des Vertrauens. Die aktuellen Bilanzen der Lahnsteinbank. Also ich komme nicht einfach so an diese Bilanzen heran, das würde Sebastian sofort... Bekomme ich die Bilanzen, erhält meine Tochter eine zweite Chance. Bekomme ich sie nicht, ist sie morgen in Singapur. Sie haben 2 Stunden. Thank you.
Hast du wohl immer noch nicht genug. Bist du schon los? Ja. Ich muss noch jemandem kurz das Licht ausblasen. Tschüss. Ciao. Und wie ich dich kenne, hast du Berg auch gleich versprochen, ihm die Bilanzen zu besorgen. Ich habe ihm gesagt, dass ich schwer dran komme. Falsch. Du kommst gar nicht ran. Dann fliegt Alexa morgen nach Singapur. Und du kannst unseren Plan, berglos zu werden, ein für alle Mal begraben. Aber vielleicht hast du ja Glück und buddelst dabei die 90 Millionen aus, die du ihm noch schuldest. Diesen ganzen Mist haben wir doch nur im Hals, weil du mit seiner Tochter ins Bett gehst. Ist dir wohl hoffentlich klar, dass wir nicht einfach so unsere Bankbilanzen offenlegen werden, oder? Das habe ich auch nicht gesagt. Aber er hat mich darum gebeten und wenn ich ihm diesen Gefallen tue, dann vertraut er mir und das sollten wir nutzen. Vielleicht willst auch einfach nur du das nutzen. Ist doch schön. Egal wer gewinnt, wir oder die Bergs, du bist immer auf der richtigen Seite. Tja, die angenehmen Seiten im Leben eines Doppelagenten. Mein Gott, ich bin auf eurer Seite, wie oft noch? Fakt ist doch, wir müssen Berg entgegenkommen. Zieht er seine Tochter ab, ist LCL verloren. Ja, das ist mir auch klar. Schön. Gib mir ihm doch die Bilanzen. Allerdings nicht die echten, sondern die überarbeiteten. Ansgar, das haben wir schon mal probiert. Berg lässt sich nicht so einfach täuschen. Dann werden wir uns diesmal eben ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Ich halte das auch für ziemlich riskant. Riskant war es, mit seiner Tochter ins Bett zu gehen. Wenn du so cool und smart bist, wie du immer denkst, dann musst du das doch für uns nutzen können. Nein, nein, ich hätte besser gucken können. Es war meine Schuld. Okay, dann war es deine Schuld. Ja, komm, ich zeig dir mal den Plan. Ja. Kannst du dir eine bessere Übersicht machen? Oh, das sind aber ganz schön viele Rohre. Ja, wir müssen uns echt ranhalten. Aber mach dir keine Gedanken. Ich besorg schon noch mehr Mitarbeiter. Ich mach mir keine Gedanken. Gut, dann besorge ich mal den Rest. Ja, ich muss mich auch anhalten. Die Zeit drängt. Hast du dir wehgetan? Nein, alles in Ordnung. Lass mich doch wenigstens mal gucken, nicht, dass es blutet. Das ist schon in Ordnung, bestimmt nur ein Kratzer. Es müssen auch die blöden Rohre hier rumliegen. Das war deine Schuld, schon vergessen? Können wir jetzt weitermachen? Von mir aus. Gut. Die Sachanlagen sind doch deutlich höher. Und abgesehen vom Kassenbestand und den Konsumentenkrediten. Hier geht's ja auch nicht darum, die Bilanzen zu schönen, sondern glaubwürdig zu fälschen. Ja, ein bisschen besser können wir schon dastehen. Und was haben wir davon? Ein Vincent Berg, der noch gieriger wird. Siehst du? Er hat's verstanden. Ja. So. Und der nächste Schritt ist jetzt, dieses Machwerk an Vincent Berg zu übergeben. Dein Job. Hatte ich schon erwähnt, dass ich das für gar keine gute Idee halte? Ja, hast du. Wir haben es zur Kenntnis genommen und uns nicht weiter drum gekümmert. Zur Abwechslung tust du mal, was ich sage. Dein Kopf rollt als erster, wenn Berg dahinter kommt. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Posten sind doch alle aufgeführt. Gut, die Zahlen sind ein bisschen anders. Aber diese Bilanz wird jeder Prüfung standhalten. Ja, wirklich sehr beruhigend. Tja, mein Lieber, dann würde ich vorschlagen, du gehst jetzt. Berg wartet sicher schon. Und immer schön lächeln. Jetzt komm, es wird schon gut gehen. Wenn Berg irgendwelche Fragen zu den Zahlen stellt, sag ihm einfach, du kannst zu den Zahlen nichts sagen, weil du nicht im Tagesgeschäft bist. Stimmt ja auch. Lass dich einfach auf keine Detaildiskussion ein. Und Tristan? Keine weiteren Fehler. Juri!
Juri? Deiner Wohnung? Ich dachte, du bist in Berlin. Wo ist Juri? Weiß ich nicht. Wir wollten uns treffen. Er wollte sich an mir rächen. Was? Na, ich habe ihn heute im Training fertig gemacht. Okay, Sascha, hör mir zu. Du hast mir vorhin gesagt, dass Juri so komisch war, als du ihm von dem Tod deines Vaters erzählt hast. Was genau hast du ihm gesagt? Dass er von einer Handgranate erwischt worden ist. Ja, und weiter? Wie weiter? Willst du jetzt jedes Detail hören? Was Juri gesagt hat, will ich wissen. Na, nichts. Er war einfach nur komisch. Juri ist immer komisch. Ja, aber nicht so. Der war richtig strange drauf heute. Martha, warum willst du das alles wissen? Du, da stimmt was nicht. Sascha, sag mir jetzt bitte, wo bist du? Zange. Dann leuchte hier mal hin. Ich glaube, da klemmt irgendwas. Näher. Noch näher. Oh Mann, so geht das nicht. Ja, dann leuchte halt selbst. Ich meine ja auch, mehr mit unserem Abstand halten. Auf der Arbeit funktioniert das nicht. Weißt du, was auch nicht funktioniert? Dass du mich hier ständig nur als deinen Handlanger benutzt. Gib mir mal das, leuchte mal hierher. Mein Gott, dann kannst du auch gleich Maximilian nehmen. Der quengelt auch wenigstens nicht so rum wie du. Pass mal auf, du bist doch bloß sauer, dass du dieses Rohr da nicht rauskriegst. Das wollen wir doch mal sehen. Au! Oh. Ja, nur nicht bewegen. Es würde nur eine kleine Beule werden. Ja, ist auch sehr witzig. Hättest du hier richtig hingeleuchtet, wäre das gar nicht passiert. Oh, oh, klar. Jetzt ist es wieder meine Schuld. Pass mal auf, wenn du irgendwie Ärger haben willst. Wie schaffst du es eigentlich immer, mich so in den Wahnsinn zu treiben? Ich weiß eben, welche Knöpfe man drücken muss. Wie machen wir denn dann weiter? Bist du jetzt mal mein Handlanger? Oh nein, das geht nicht. Ich glaube, ich bin dafür zu überqualifiziert. Oh. Aber ich habe einen besseren Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach professionell arbeiten und wir vergessen diesen ganzen Abstandhaltequatsch? Gut, war eh deine Idee. Ach, deine Idee, meine Idee, ist auch völlig egal. Wie wäre es, wenn du vielleicht in einem anderen Raum anfängst? Dann kann der eine dem anderen nicht mehr so über die Schulter gucken und du kannst endlich wieder selbstständig arbeiten. Die erste gute Idee heute. So machen wir das. Er ist eine Stunde drüber. Tristan wird schon kommen. Du bist dir da sehr sicher? Ich kenne ihn eben. Ich nehme mal an, Sie haben etwas für mich. Ruhig, ruhig. Meine Jungs werden leicht nervös. Berufskrankheit. Schicke Anzüge. Was immer Sie jetzt tun, machen Sie es ganz langsam. Die Bilanz. Frisch kopiert und entwendet. Sehen wir sie uns doch mal an. Moment, die Bilanz ist auf der anderen CD drauf. Hier drauf auch. Ich habe andere Kanäle angezapft, um an die Originale zu kommen. Überrascht? Dann war meine Arbeit ja völlig umsonst. Umsonst ist der Tod.
Und selbst der verlangt anständige Bezahlung. Wollen wir doch Interesse haben, mal sehen, ob wir die gleichen Bilanzen haben. Warum sollen die denn anders sein? Tristan hat doch gesagt, er hat die Originalbilanz. Dann hat er auch nichts zu befürchten. Wie gesagt, es handelt sich hier um eine Geste des Vertrauens. Nicht wahr? Sie sollten als Leibwächter für mich arbeiten. Sie sehen schon genauso nervös aus. Willst du dich nicht mal setzen? Willst du dich nicht mal um deinen Kram kümmern? Nee. Eben warst du noch so abgebrüht, als ob nichts schiefgehen könnte. Alles kann schiefgehen, wenn Tristan mitspielt. Verlass dich auf den, du bist verlassen. Ja, du musst mich nicht die ganze Zeit daran erinnern. Was ist das denn? Was ist denn los? Wo ist die Original-CD? Die lag doch hier. Nein, hier lag nur diese. Und das ist die mit den falschen Zahlen. Tristan. Diese Ratte hat uns reingelegt. Damit ist es ja nun endgültig klar. Er arbeitet für die Bergs. Alter, was soll das? Mach mich los! Meines Vaters. Woher hast du die? Es war so ein schöner Tag. Sie einfach so erschossen. Das war nicht mein Vater. Ich weiß nicht, wie lange ich in dem Schrank gesessen habe. Vielleicht ein paar Stunden. Und als ich rausgeklettert bin, da lag mein Vater auf dem Boden. Und das hier, das hat er in der Hand. Das kann nicht sein, Jürgen. Das kann nicht sein! 20 Jahre. 20 Jahre habe ich darauf gewartet. Dein Vater hat meine Familie ausgelöscht. Es war Krieg. Was kann ich dafür? Du bist ein Vukovic. Komm runter, Alter, und mach mich los! Ich habe mich geirrt. Sie sind auf unserer Seite. Habe ich doch gesagt. Ich musste sicher gehen, das verstehst du doch. Ich muss los. Und was ist jetzt mit Singapur? Singapur findet wie geplant statt. Ohne dich. Du verfolgst hier weiter unseren Plan. Glückwunsch.
Obwohl Singapur wirklich eine Reise wert ist. Ich wollte da mal ganz groß ins Immobiliengeschäft einsteigen. Warum hast du das gemacht? Um in kürzester Zeit eine Menge Geld zu verdienen. Mein Vater hat seine Entscheidung zurückgenommen. Du hast ihn überzeugt, das hat noch nie jemand geschafft. Ich bekomme eben immer, was ich will. Ich muss los. Na, haben wir uns das verdient? Oder verdient? Dann ist alles gut gelaufen bei euch? Super, wir haben ganz viel geschafft. Auf die Zusammenarbeit. Und es gab keine zwischenmenschlichen Probleme? Ach, keine Spur. Sowas nennt man wohl Profis. Absolut. Okay. Ein Vorarbeiter. Ja? Die Arbeit hatte ich doch schon erledigt. Genau, und ich hatte mir heute den Tag freigenommen. Wie, wofür? Und sag nicht meinen Namen. Das waren private Gründe. Oh. Okay. Und? Ich habe eine Abmahnung kassiert. Das kann er doch nicht bringen. Kann er doch? Mit welcher Begründung? Unangemeldeter Nebenjob. Er hat mitgekriegt, dass ich für dich gearbeitet habe heute. Der Tag lief ja eigentlich ganz gut. Wenn du willst, kannst du für mich arbeiten. Also, so gesehen, als meine rechte Hand. In verschiedenen Stockwerken oder Räumen, wenn du willst. Habe ich Bedenkzeit? So gut wie keine. Naja, so viel vielleicht. War das nicht? Der Krieg ist vorbei! Nicht für mich. Niemals vergessen. Niemals verzeihen. Ich weiß, dass deine Eltern tot sind. Meine auch. Und tausend andere Menschen auch. Es war Krieg. Du wirst dafür bezahlen. Ich bin nicht mein Vater. Was willst du jetzt machen? Mich umbringen? Berlin sieht super aus. Ich kann dich auf jeden Fall besuchen. Sag mal, weißt du, wo Sascha oder Juri sind? Wer jetzt von beiden? Du, ich kann nicht sagen, warum, aber ich weiß, irgendwas wird passieren. Also, weißt du, wo einer der beiden ist? Keine Ahnung. Ich habe vorhin noch mit Sascha geredet. Das ist aber auch schon eine Weile her. Hat er irgendwas angedeutet, wo er hin will? Nee, er hat nur gesagt, er will jemandem das Licht ausblasen. Was? Nee, er hat eine SMS bekommen, dann hat er gelacht und gesagt, ich gehe jemandem das Licht ausblasen. Was, er hat gelacht und dann will er jemandem das Licht ausblasen? Ja, das fand ich auch komisch. Okay, also, ich weiß nur, Sascha hat mir gesagt, dass Juri sich irgendwie rechnen will, weil er beim Boxen geschlagen worden ist? Ich glaube eher, weil Sascha damit angegeben hat. Martha, was ist überhaupt los? Keine Zeit. So, Freundchen, du bist entlarvt und zwar als Spion auf der falschen Seite. Er sollte seine Whisky-Marke wechseln, der Edeltropfen bekommt ihn nicht. Hast du, Berg, unsere Originalbilanzen ausgewendigt und erzähl mir jetzt nicht irgendeinen Schwachsinn. Ja, hab ich. Ich hab's doch gewusst. Was hast du dir dabei gedacht? Vielleicht habe ich mir dabei gedacht, dass Berg kein Anfänger ist und dass er auch ohne mich an die Bilanzen herankommt. Genau das hat er nämlich getan. Und wenn ich ihm die gefälschten Bilanzen übergeben hätte, dann wär's das gewesen für uns. Dank mir bitte nicht alle auf einmal. Das kann doch nicht sein. Wieso kommt Berg an unsere Bilanzen? Was weiß ich, wahrscheinlich hat er sich ein System gehackt oder hacken lassen.
Scheiße. Ja. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht leicht wird, den Typen loszuwerden. Bitte, ey, verschon uns jetzt mit deinem Bauchgefühl. Juri, du kennst mich doch. Ich mach's wie dein Vater. Juri, wir sind doch Freunde. Ich mach's wie dein Vater. Leg diese verdammte Waffe weg, Juri. Noch ist nichts passiert. Es ist schon viel zu viel passiert. Juri, bitte.